Ja, versuch auch mal die Tiere zu trainieren. Alpaka 2 hat einen Nervenzusammenbruch. Immer diese kaputten Dinger. Die zwei oben rechts sind im Dauerschatten. Ich glaube, die werden trotzdem funktionieren. Ich glaube, das wird im Spiel noch nicht berücksichtigt. Verbrenne, Boomratte! Siehst du, geht ganz normal auf die, auf das normale Leistungsniveau von 1700. Ja, Schlechtmücher. Arbeit, Arbeit. Den Scheiß Stoff transportiert, ja, aber die ganzen Kartoffeln und so ein Kram, ne, lass da oben einfach stehen. Muss auch mal ein bisschen Holz verbrauchen wieder. So, wenigstens ist der Teppich endlich mal hier fertiggestellt. Bekommen die auch noch Pflänzchen, dann fühlen die sich auch gemütlich in den Räumen und gut ist. Wir haben eh noch zwei Betten frei. Bis dann, Tianit. Wo bitte schön ist bei dir rechts? Du meinst hier oben die rechts, ne? Da ist zwar irgendwo ein Schatten, wo auch immer der herkommt, aber ich glaube nicht, dass das die beeinflusst. Wir können ja gleich das sehen. Oh, Uran. Strahlt das auch ab? Ist es waffenfähig? Kann ich es einsetzen? Ich mache die Tierleichen da rein, wo ich das Heu auch einlager. Moment, da machen wir hier das Krankenbett hin. Das ist, glaube ich, bei Diverses, ne? Ja, genau, hier der Vitalitätsmonitor. Ja, trotzdem. Ah, gerne doch, Micha. Na, Total War kann echt schon Zeit fressen. Vor allem, weil eine Kampagne nicht mal eben durchgespielt ist. Ich habe ja auch genügend gemacht mit Videos.
das ist schon. Also Schlacht unendlich ist eingestellt. Schlacht Kreatur, produziere für immer. Dum, dum, dum. Dum. Boah, hat er schon Bergbau 16, Großmeister. Ja, ich weiß, die Trägeranzahl ist im Moment ein bisschen gering. Weil er macht inzwischen Handwerk, er will nicht tragen. Er hier ist leider auch Bergarbeiter mit. Hier brauchen wir, den brauchen wir als Landwirt. Einer muss pflanzen. Irgendeiner muss Bauarbeit machen. Obwohl, da wird Grub allein jetzt reichen mit Mechanik und Bauarbeit. Dann kann, obwohl er kocht ja auch, ne? Der Lucky. Aber dann lasse ich den Miner mitkochen. Sobald die nämlich 100 erreicht haben, hören die immer wieder auf zu kochen. Dann ist das okay. Scottish ist ja auch am Tragen und am Reinigen. Forschung ist zweitrangig, weil wir haben alles erforscht. Jetzt sollten auch wieder ein paar mehr Träger unterwegs sein. Und sobald die Tiere trainiert sind, also die beiden Huskies, dass die... Moment, wer trainiert die denn alle? Lucky trainiert die zurzeit. Dann helfen die ja auch ein bisschen beim Transportieren. Das stimmt, ich kann die Sachen hier eigentlich abbauen. Vor allem das eine kostet ja auch noch Strom. Oh, ein Piratenhändler. Wo ist denn unser Scottish? Der meditiert gerade. Tut mir leid, du musst jetzt gerade mit dem Piratenhändler reden. Hm, wieder keine Menschen dabei. Ah, jetzt sind die neutral. Sieht er, jetzt sind wir nicht mehr im Krieg mit denen. Also kann ich doch Fraktionen dazu bewegen, den Krieg mit mir einzustellen. Siehst du, was du siehst? Der Frühling kommt. Meine Freunde, es wird wahr. Das wird noch eine Herausforderung übrigens für den Studioraum, wenn jetzt Sommer wird. Irgendwann mal. Weil dann wird richtig heiß hier im Raum. Da habe ich mir schon überlegt, da ich einen Abzug mache ins Wohnzimmer rüber. Der vor allem, ich glaube, das Problem ist vor allem der Rechner links. Der rendert ja alles für den Livestream und da müsste ich eigentlich mal wirklich... Moment. Machen wir eben den Ruf da auch nochmal. Und der wird nämlich am meisten heiß. Der ist auch ein bisschen übertakt, damit er die 60 FPS besser packt. Bei Live-Rendern 60 FPS ist schon ein bisschen anstrengend für eine CPU. Richtig, die Lampen habe ich schon mal ausgetauscht hier.
Da sind jetzt nur noch 40 Watt Lampen drin und nicht wie vorher 135 Watt. Das sollte schon mal ein bisschen das ein bisschen angenehmer machen. GPU-Rendering, nein. Dafür ist das. Ich sag dir, ich selbst für die Weiterbearbeitung, weil ich render es ja nochmal nach, ist GPU-Rendering qualitativ schlechter als CPU-Rendering immer noch. Leider. Ich hätte es auch so gerne, dass GPU-Rendering 1 zu 1 ist. Früher war es richtig schlecht, inzwischen ist es besser geworden, sodass man da auch eigentlich damit arbeiten kann, aber CPU-Rendering ist immer noch. GPU ist Grafikkarte. Codec softwareabhängig. Ja, Software von der GPU, die dafür eingesetzt wird. Und ich finde, Nvidia macht da jetzt nicht mehr großartig weiter. Genauso wie, obwohl Arti benutzt ja diesen normalen Standard, die sind eigentlich da sogar ein bisschen besser dran inzwischen. Wenn Nvidia ihr eigenen Ding hat. Das heißt, glaube ich, NVENC inzwischen. Solange ich es noch kann, im Moment sind 9 Grad draußen. Da sollte ich vielleicht auch vorher noch ein paar Marmorsteine herstellen. Nein, komm her. CUDA haben. Wenn du jetzt CUDA suchst bei Nvidia, findest du, glaube ich, nichts mehr. Weil ich habe nämlich letztens. CUDA war nämlich die alte Bezeichnung dafür, glaube ich. Aber ja, CUDA wurde es mal genannt, also ganz am Anfang. Kann sein, dass es auch immer noch so ist, aber letztes Mal, als ich CUDA gesucht hatte, kann man auf CUDA nichts mehr finden. Nvidia bewirbt auch nicht mehr CUDA. Leider. Scheiß drauf. Weg mit dem ganzen Kram. So, den KI-Cam brauche ich selbst. Ich habe übrigens den hinteren Sandsäcke-Wall hier gemacht, damit die Leute sich dahinter verschanzen können, die schießen. Erschreck mich doch mal. Oh, ein Yorkshire Terrier hat ein kleines zur Welt gebracht. Ach, guck mal, ein Mini-Yorkshire Terrier. Zwei Mini-Yorkshire Terrier. Man kann es gar nicht sehen. Vor allem, wo ist die Mutter? Ich habe gar nicht mitbekommen, dass sie sich gegenseitig geschwängert haben. Trainierbare Intelligenz sehr gut. Warum sind Yorkshire Terrier intelligenter als... Ah ne, doch nicht. Das sind keine Ratten.
So haben wir denen erstmal Gehorsam direkt beigebracht. Ich wünschte, es wäre bei echten Tieren auch so einfach. Einfach mit einem Sack Kartoffeln hin und sagen, na, du musst mir jetzt gehorchen. Und dann sagt der, ja, läuft. Bin ich gar nicht mehr sicher, wie lange die überhaupt schon hier abbauen. Aber die Kolonie läuft immerhin wenigstens gut inzwischen. Ein brennender Hase! Ja, er hat jetzt erstmal gelernt, ne, Feuer ist gefährlich, es brennt, da sieht man die Dummheit von Tieren, legt sich dann zwischen die Flammen wieder, um zu schlafen und fängt beim Schlafen Feuer. Wie sollte es anders sein? Oh mein Gott, ist ja doch ganz schön warm. Hero 7, Xito Extreme. Ich weiß. Ich kann dazu nur sagen, ich weiß. Ich kann ihn jetzt nicht mehr retten. Guck mal, der ist nur noch ein Flammenball. Wie soll ich den jetzt noch so schnell retten? Irgendwas stimmt mit Hasi nicht. So. Und mit diesem kleinen Feuerwerk würde ich sagen, na, Flächenbrand. Ah, sehr schön. Kräutermedizin hat endlich einmal funktioniert, die anzubauen und abzubauen. Ah, verdammt, jetzt müssen wir noch einen Kampf machen. Hau ab. Bist du doof? Willst du dich umbringen? Wieso? So, wir haben bewusstlosen Kolonisten. Rette den mal. Wir haben auf jeden Fall... Oh, der ist auch bewusstlos. Wir haben einen für Zelle. Da kommt ein Feuer von Osten. Die haben Rocky getötet. Die Schweine. Ich muss echt dran denken, Pause zu drücken bei der Kacke immer. So, und ihr kriegt mindestens Kräutermedizin. Das Alpaka ist, glaube ich, auch schon immer schwanger. Stimmt, Leertaste ist halt anhalten. Entschuldigung. So, der Gleitmittelhändler ist wieder da. Da kann ich vor allem auch mal ein bisschen Holz loswerden, weil ich habe einfach viel zu viel Holz im Lager. Verkaufen wir das Bier. Stahl brauchen wir. Plastahl hat er 600, aber
Das kostet auch einfach so viel pro Einheit. Abaka-Wolle behalte ich, den Stoff behalte ich auch. Kartoffeln, Reis behalten wir. Wir haben unser Terrier geschlachtet. So, da sollte eine Kuh bei sein. Buh, die Kuh hat keine Beine. Da waren zwei Kühe. Plastall ist zu teuer pro Einheit. Da suche ich das lieber auf dem Gebiet. Da guck mal, Plastall 47, ne 19. Pro Einkauf. Das lohnt sich nicht. Wir brauchen 500 Plastall für die unterschiedlichen Sachen. Stier, ein weit verbreitetes Haustier. Sie kann große Mengen an Milch produzieren. Nicht so ganz. Die Milch, die diese Kuh produziert, will keiner trinken. Na komm, behandel den jetzt eben. Richtig, rechts gab es ein bisschen Waldbrand. Deppy Drone kann wieder laufen. Hat sie ihn so schlimm erwischt? Oh, der hat seinen Mittelfinger verloren. Aber an einer anderen Hand hat das noch. Dann geht's halt nur noch so oder irgendwie sowas. Ey, du Arschloch! So, bam, 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 bam. Ah, gucken wir mal. Stimmt, wir gucken mal, was der Gefangene kann. Der ist durch und durch Söldner und Messerstecher. Kann nur gut mit Tieren und Bergbau. Obwohl Bergbau und Handwerk... Ist jetzt gar nicht so verkehrt. Vor allem, warum geht Derby direkt wieder arbeiten? Ja, okay, weil der... Seine Verletzungen wurden ganz gut behandelt. Ah, McConnell, dann kriegst du Kräutermedizin. Ach, Moment. Nimm mal... Wo ist deine eigentliche Waffe? Wo hat sich ausgeschaltet? Oh, das, ja, ich weiß, der Speer ist falsch. So, und du schneidest jetzt die Eiche da weg. Ich glaube, das ist schon seit... 5 Folgen markiert, dass da irgendjemand dran gehen soll. Und sehr schön, wie die Kuh sich hier draußen erstmal hinlegt.
So, ich gehe jetzt mal eben noch mit dem Waffenhändler reden. Dann machen wir Feierabend mit dem Rimworld erstmal. Ein Silberstreitkolben. Die sind dadurch nicht unbedingt besser, ne? Weil Silber ist ja nur, nur irgendwo wertvoll. Na komm, den Exzellenten lassen wir da. Oh, endlich hat jemand mal ein bisschen Heu transportiert. Die neue Tierzone. Und was kommt dann nach Rimworld? Gute Frage. Also ich hatte irgendwo gelesen, wir hatten 500 Stoff eingelagert. Ich finde aber nicht, wo die sind. Wir haben auch keinen Stoff verkauft, oder? Oh, guck mal, wir haben 8 Milch. Ah, ich bin einfach nur blind. Die liegen ja doch hier zwischen. Tja, da haben die keine Angst mehr vor. Red ist untätig. Wie kann das sein? Das gab es ja schon auch ewig nicht mehr. Vor allem, weil der Träger und Reinigen eigentlich auch noch hat, sobald er nichts mehr zu tun hat. So. Aber wie ich gesagt habe, wir machen jetzt den Break an dieser Stelle. Deshalb, tschüss nach YouTube.